Was sind die wichtigsten Nährstoffe für die Fruchtbarkeit? Welche Nährstoffe sollten besonders erwähnt werden, wenn es um Schwangerschaft, Fruchtbarkeit und Co. geht? Und was sind vielleicht mögliche Fallstricke dabei? Hi, ich bin Martin vom Team Medomio. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute einen Interview-Ausschnitt vom Frauenernährungskongress. Hierbei interviewt die Dr. Sarah Neidler die Iris Benedenz. Und die zwei reden über wichtige Nährstoffe für die Fruchtbarkeit, über Zink, Selen, Jod, Omega-3 und andere, die wichtig sind für eine gesunde Nährstoffversorgung und eben auch für die Fruchtbarkeit ganz entscheidend sein können. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interviewausschnitt und wenn du gerne mehr solche Interviews und Ausschnitte hier haben möchtest, wenn du keine neuen Videos von uns mehr verpassen möchtest, dann hinterlass uns gerne einen Kommentar, sag uns gerne dein Feedback und abonniere diesen Kanal. Einfach hier auf Abonnieren klicken und dann bist du dabei. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Interviewausschnitt und wenn du möchtest, sehen wir uns gleich wieder. Ja, welche Nährstoffe sind denn für die Fruchtbarkeit und den Zyklus so wichtig? Also hast du gerade schon mal ein paar kurz angedeutet, aber vielleicht können wir da jetzt auf einzelne näher eingehen. Genau, also ich denke so Zink und Magnesium sind so auch Allrounder-Spurenelemente auch für die Frauengesundheit. Und ganz besonders in Bezug auf den Kinderwunsch sind es die B-Vitamine, also insbesondere B6, B9, also das, was ich Folat, das eher als Folsäure bekannt ist in der synthetischen Form, aber auch B12, Jod, Selen, super wichtig auch, und Omega-3-Fettsäuren. Finde ich auch auf jeden Fall, sollte man berücksichtigen und Vitamin D. Genau, also Vitamin D kann man bestimmt auch gleich drauf zu sprechen, Mangel sehr weit verbreitet. Genau, aber sonst fangen wir mal ja mit Zink vielleicht an. Also warum ist Zink für die Fruchtbarkeit so wichtig? Also Zink, auch wenn wir jetzt vielleicht vorrangig hier über Frauengesundheit sprechen und über uns Frauen, alles das, was ich jetzt eigentlich sage, gilt genauso für den Mann, kann man sagen, ja, also auch dessen Fruchtbarkeit. Und Dessen Zink, Fruchtbarkeit ist ja auch wichtig, wenn man schwanger werden genau, also möchte. es gehören ja auch immer zwei dazu, zu dem Kinderwunsch. Richtig. Und ja, Zink wirkt sich positiv auf die Spermienqualität aus. Und bei der Frau auf die Eizellreifung und auch auf die weiblichen auf die Sexualhormone, also Östrogen und Progesteron, ja, und die sind ja nun ganz wesentlich im weiblichen Zyklus. Und bei Magnesium ist es so, also jede Zelle im Körper braucht eigentlich auch Magnesium, ja, und damit natürlich auch die Eizellen oder die Spermien. Und es zeigt sich auch, dass zum Beispiel beim Mann, wenn er einen Magnesiummangel hat, dass die Anzahl der Spermien im Ejakulat auch geringer ist und sie auch weniger Chancen haben, in die Eizelle einzudringen. Ja, also sie sind quasi geschwächt, kann man sagen. Und auch hier für die Frau, für die Follikelreifung ist Magnesium auch ganz wichtig. Und ja, wer zum Beispiel auch unter Regelschmerzen leidet, den kann ich auch immer empfehlen, da zusätzlich Magnesium noch einzunehmen. Ist einfach für den weiblichen Zyklus ein super Spurenelement und wird tatsächlich auch sehr viel verbraucht, wenn man auch beispielsweise unter erhöhtem Stress leidet, ja, also oder krank ist, auch chronisch krank, dann ist der Bedarf da auch einfach erhöht und da können sich leichter dann auch Mängelzustände einstellen. Kommt dann erst recht zu kurz. Ja, wie sieht denn generell die Versorgung mit Zink und Magnesium aus? Also sind das zwei Mineralien, wo auch häufig ein Mangel besteht, oder? Ja, also ich bin der Meinung, dass man zumindest Zink auch gut über die Ernährung zuführen kann. Ja, also ich bin ein ganz großer Fan auch von Kürbiskernen und so, also Samen, Nüssen und sowas. Oder dunkelgrünes Blattgemüse, was natürlich auch wunderbar gesund ist. Und auch bei Magnesium mache ich aber die Erfahrung tatsächlich, dass viele dort mangelhaft sind in der Versorgung, ja, und es nicht schaffen, über die Ernährung aufzunehmen. Und wie gesagt, also gerade wenn ich krank bin oder wenn ich ganz viel Stress gerade habe, ja, also es muss nicht unbedingt der Stress bei der Arbeit sein, es kann auch emotionaler Stress sein, ja, auch stille Entzündung im Körper ist auch für den Körper Stress, ja. Solche Sachen können eben die Nährstoffspeicher von Magnesium auch anzapfen und deshalb da, ja, wenn man auch merkt, man hat Krämpfe oder so, ja, gerade auch wenn man seine Tage hat, dann
ist es höchstwahrscheinlich so, dass Magnesium das auch lindern kann. Mhm. Und da bin ich auch ein großer Fan von Magnesiumbädern. Ja? Also weil man Magnesium gerade auch über die Haut am besten aufnehmen kann. Mhm. Ja, genau, weil der Bedarf an Magnesium liegt ja, glaube ich, so bei 300 bis 400 Milligramm am Tag, wenn man schwanger ist, noch etwas höher. Und wenn man sich dann den Magnesiumgehalt von einzelnen Lebensmitteln ansieht, dann wird eigentlich immer ziemlich schnell klar, dass das mit, man das mit der Ernährung nicht so einfach decken kann. Also da ist immer, ist zwar in einigen Lebensmitteln drin, aber immer nur, ja, also echt nicht viel. Und dann, genau. Ja, noch ein, was du auch angesprochen hast, B-Vitamine. Also B-Vitamine, Folsäure, weiß man ja auch, dass das in der Schwangerschaft sehr wichtig ist. Und genau, und auch hier, gerade bei der Folsäure, wird quasi von der ersten Minute an gebraucht. Mhm. Deshalb auch wirklich schon vor Eintreten der Schwangerschaft schauen, dass man da gut aufgestellt ist, um da auch viel Entwicklung beim Fötus vorzubeugen, ja, also gerade diesen Neuralrohrdefekt. Mhm. Und ja, und auch für die Progesteronproduktion ist Folat einfach ganz doll wichtig. Mhm. Und für die Eizellenreifung, ja. Und ja, und auch beim Mann, wenn ich den auch mal kurz ansprechen darf, mhm. auch hier hat es eben Effekte auf die Spermienqualität, ja, also die Wahrscheinlichkeit beim Folatmangel auch DNA-Schäden im Spermium zu haben, ist einfach wesentlich größer. Ja? Mhm. Deshalb also Folat hier auf jeden Fall auch ganz wichtig für die Fruchtbarkeit. Dann überhaupt, also die B-Vitamine, gerade B6, B9 und B12, sind super wichtig für auch die Lebergesundheit. Also unterstützt die Leber auch bei ihren Entgiftungsprozessen. Mhm. Die Leber ist auch bei der Fruchtbarkeit ganz entscheidend, weil es überschüssiges Östrogen aus dem Körper, also verstoffwechselt und dazu beiträgt, es aus dem Körper rauszubringen. Mhm. Und da brauchen wir einfach auch diese B-Vitamine. Und ganz interessant ist auch, dass der Homocysteinspiegel gesenkt werden kann durch die Gabe der B-Vitamine. Und der wird normalerweise in Verbindung gebracht mit so Herzkrankheiten. Aber tatsächlich konnte auch gezeigt werden, wenn der Homocysteinspiegel zu hoch ist, dann wirkt sich das negativ auf die Qualität der Embryonen aus. Ja. Ah, okay. Und genauso auch bei Frauen mit wiederholten Fehlgeburten konnte tatsächlich nachgewiesen werden, dass dort die Gabe der B-Vitamine hilfreich sein kann, um den Homocysteinspiegel zu senken. Also super interessant auch. Und ja, zu B6 lässt sich sagen, also B6 ist super auch, um Progesteron zu unterstützen, ja, unterstützt auch die Libido, ist einfach wunderbar auf, um einfach das hormonelle Gleichgewicht auch, gerade zwischen Östrogen und Progesteron aufrechtzuerhalten, das ist super wichtig. Und Frauen, die einen B6-Mangel haben, werden das dann auch meist spüren, indem sie PMS-Symptome entwickeln, also prämenstruelles Syndrom. Das heißt, so 7 bis 10 Tage vor der Periode stellen sich dann Beschwerden ein, wie Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Blähungen, Reizbarkeit, solche Sachen. Und das kann tatsächlich auch auf einen B6-Mangel zurückzuführen sein. Ja? Okay, ja. Genau, und und auch hier die Eizellenqualität lässt sich, wie gesagt, gut beeinflussen mit der Gabe auch von B-Vitamin 6 bei dem, bei dem Mann. Ja, und B12 ist tatsächlich auch super wichtig, wenn es darum geht, Schwangerschaftskomplikationen auch vorzubeugen. Ja, also Fehlgeburten, niedriges Geburtsgewicht, solche Dinge, die hängen auch damit tatsächlich zusammen. Mhm. Also wie gesagt, B-Vitamine hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm, gerade wenn es um den Kinderwunsch geht, aber ist wirklich ganz entscheidend, dass man da seine Speicher auch gut aufgefüllt hat. Ja, genau, also Folsäure weiß man vielleicht noch am ehesten, aber B-Vitamine, die wirken ja auch alle zusammen. Das heißt, man muss da auch generell dann auf eine gute Versorgung achten, damit die, die Einzelnen dann gut wirken können. Genau, ja. Genau, und wie sieht denn da generell so die Versorgung aus, also jetzt speziell mit B6, Folsäure, Vitamin B12? Ja, also ich würde meinen, dass man das sehr gut eigentlich über die Ernährung auch in den Griff kriegen kann, ja. Also gerade jetzt auch das Folat, ne, also dunkelgrünes Blattgemüse, Linsen, Kichererbsen, Spargel, da steckt überall auch Folat drin. Mhm. Aber
meine Erfahrung jetzt, vielleicht bin ich da auch ein bisschen jetzt verzerrt von meiner Wahrnehmung, ja, weil ich bei mir auch oft Frauen sitzen habe mit unerfülltem Kinderwunsch, aber ist tatsächlich, dass Frauen oft dann mangelhaft auch sind, ja, und eben nicht genug Gemüse essen. Mhm. Und genau, also gerade da, wegen auch der Geburtsfehler, macht es durchaus Sinn, da zusätzlich zu ergänzen. Mhm. Und da finde ich es auch nochmal wichtig zu erwähnen, es gibt einige wenige Frauen, die Folsäure nicht richtig verstoffwechseln können. Das heißt, wenn sie Präparate mit dieser synthetischen Form, also der Folsäure, einnehmen, kann der Körper das nicht umwandeln in die aktive, also ins aktive Folat. Mhm. Und natürlich dann auch nicht ganz ungefährlich. Genau, und das führt eben dazu, dass Frauen wiederholt Fehlgeburten erleiden oder sonstige Schwangerschaftskomplikationen haben oder die Kinder eben mit Fehlbildung auf die Welt kommen. Und wer also wiederholt auch an Fehlgeburten leidet, der sollte das ruhig mal untersuchen lassen, ob er da diese genetische MTHFR-Mutation hat. Ja? Mhm. Und dann würde ich empfehlen, einfach tatsächlich die aktive Form, also L-Methylfolat, einzunehmen, dass der Körper dann nicht auch noch umwandeln muss. Und das war es auch schon mit dem heutigen Interview auch schon. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du gerne weitere solche Interviews angezeigt haben möchtest, immer, auch wenn sie von uns hochgeladen werden, dann abonniere gerne unseren Kanal. Und wenn du selber schon Erfahrung hast mit der ketogenen Ernährung und in den Austausch mit uns und der Community kommen möchtest, dann hinterlass uns gerne einen Kommentar. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Wenn du möchtest, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut.